allem die Studenten der Universität Trier haben die Vorteile der Austauschprogramme bereits sehr früh erkannt. Vielleicht hat sie der Ort inspiriert, denn Trier war ja einmal in römischen Zeiten Hauptstadt Westeuropas. Wahrscheinlicher aber ist die Nähe Triers zu den europäischen Institutionen. Luxemburg ist ja nur einen Katzensprung entfernt und Brüssel auch nicht weit. Wie sehen die Trierer Studenten ihre Uni, ihre Region und ihre Stadt? Trier, eine Stadt im Herzen Europas. Aber ist Trier wirklich eine europäische Stadt? Ihre Geschichte war von jeher europäisch geprägt. Im Jahre 16 vor Christus gründete der römische Kaiser Augustus die Stadt Augusta Treverorum. Unter Kaiser Konstantin wurde Trier dann Hauptstadt des Weströmischen Reiches. Von dieser Zeit zeugen noch heute zahlreiche gut erhaltene Baudenkmäler. Zur Unterhaltung der Bevölkerung wurde 100 nach Christus das Amphitheater gebaut. Aus dem Jahre 140 nach Christus stammt die Römerbrücke. Das Wahrzeichen der Stadt, die Porta Nigra, wurde 160 nach Christus als Stadttor errichtet. Die Kaiserthermen aus dem Jahre 293 nach Christus sollten der gehobenen Schicht als Bad dienen. Der Dom, eine der ältesten Kirchen Deutschlands, wurde als Doppelkathedrale mit der Liebfrauenkirche 326 nach Christus erbaut. Aus der gleichen Zeit stammt auch die Basilika, die erstkaiserliche Palastaula, später Pferdestall Napoleons und dann evangelische Kirche wurde. Im angebauten kurfürstlichen Palais spiegeln sich Spätrenaissance und Barock wider. Von hier aus regierten die Trierer Kurfürsten, die auch den deutschen Kaiser mitwählten. Triers Vergangenheit war europäisch bestimmt. Doch wie europäisch ist die Gegenwart? Trierer Bürger haben da ihre eigene Meinung. Ich meine, das internationale Flair kommt dadurch zum Ausdruck, dass Franzosen, Luxemburger, Amerikaner als Nicht-Europäer hier das Straßenbild mitprägen. Und dass in Trier sehr viele Bürger wohnen, die aber in Luxemburg zum Beispiel arbeiten, also grenzüberschreitend ihren Arbeitsplatz finden. Und sonst eben über Kontakte von Seiten der Schulen in Trier. Also hier gibt es verschiedene Verbindungen, zum Beispiel nach Metz in Frankreich, nach Großbritannien. Also Städtepartnerschaften. Metz in Frankreich, Gloucester in Großbritannien, Herzogenbusch in den Niederlanden, Pula in Kroatien, Ascoli, Piceno in Italien, Weimar in der ehemaligen DDR, Fort Worth, USA. Und wie ist seine Meinung dazu? Ja, die zentrale Lage in Europa, die Nähe von Frankreich, Luxemburg, mit den Luxländern allgemein, die vielen Touristen, die in Trier rumrennen und die vielen Sprachen, die man in Trier hört, von Japanisch, Amerikanisch, Französisch über Deutsch und natürlich Trierer Platt. Ansonsten gibt es einige Einrichtungen, die sich europäisch nennen, aber es hat wohl auch mit der Lage von Trier zu tun. 1977 wurde die Europäische Akademie für Bildende Kunst aus der Sommerakademie gegründet, um interessierte Laien und Berufskünstler aus ganz Europa in die Sparten Fotografie, Malerei und Plastik einzuführen und ihre Kenntnisse zu vertiefen. An Trier europäisch, die Uni, ne? Und auch alle Sehenswürdigkeiten hier, die internationale Atmosphäre. Zu den meistbesuchten kulturellen Institutionen Triers gehört das Haus, in dem Karl Marx am 5.5.1818 geboren wurde. Hier befindet sich heute das Karl-Marx-Museum. Besucher aus China gehören zu den häufigsten Gästen. Karl Marx verbrachte seine Jugend in Trier und war bis zum Abitur Schüler des Friedrich-Wilhelm-Gymnasiums. In seinem Geburtshaus kann man zahlreiche Zeitzeugnisse sowie Handschriften und Erstdrucke besichtigen. In unmittelbarer Nähe hat das Karl-Marx-Studienzentrum seinen Sitz, das seit dem politischen Umbruch in Osteuropa an der Herausgabe der Werke von Marx und Engels beteiligt ist. Doch nicht nur diese Institutionen sind für den europäischen Charakter Triers bezeichnend. Ja, die alten römischen Bauten. Franzosen hier. Militär. Im Laufe seiner Geschichte war Trier mehrmals französisch. Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde es zur zweitgrößten Garnison Frankreichs in Deutschland. Im Rahmen der politischen Entspannung wird Frankreich bis 1994 seine Truppen stufenweise abziehen.
Ich finde das schön, wenn alles so gemischt ist mit vielen Ausländern. Das einzige Problem in Trier ist, dass es gibt nicht so viel Kontakt zwischen Deutsch und Franzose. Und das wird bestimmt sehr schwer. Ich glaube schon. Die Integration der französischen Soldaten in Trier ist begrenzt durch die Struktur des französischen Militärdienstes und dadurch, dass die französischen Militärs in großen Wohneinheiten zusammengefasst sind. Dennoch gibt es auch über die Gesellschaft hinaus und durch die Gesellschaft veranlasst viele persönliche Kontakte zwischen deutschen und französischen Familien und zwischen dem Hindenburg-Gymnasium in Trier und dem Lycée Ozon hier in Trier. Abschließend die Frage an Triers Oberbürgermeister Schröer. Was ist Ihrer Meinung nach an Trier so europäisch? Zunächst einmal die Lage der Stadt im Raum. Wir sind in unmittelbarer Nähe zu Luxemburg, Frankreich, Belgien. Daraus ergeben sich automatisch Kontakte. Nur als ein Beispiel, die Einkaufsstadt der Luxemburger ist Trier oder Triers Flugplatz liegt in Luxemburg. Das ist die Lage. Die Haltung der Menschen. Die Menschen sind sehr stark europäisch orientiert, weil es für sie normal ist, dass sie hier mit Luxemburgern, Franzosen, Belgiern Kontakt haben. Der Trier Hauptmarkt ist zu bestimmten Zeiten ein europäisches Kommunikationszentrum. Ja, Trier nennt sich die älteste römische Stadt in Deutschland. Entschuldigung für diesen technischen Fehler. Schon in frühen Zeiten gab es hier eine Universität, lehrten hier Professoren. Allerdings haben sich die Trierer Themen mittlerweile geändert. Der europäische Charakter der Uni ist allerdings geblieben. An der noch jungen Universität Trier studieren über 10.000 Studenten. Bei der Gründung 1970 wurde in erster Linie an die Lehrerausbildung gedacht. Heute ist die europäische Ausrichtung der Studiengänge Ziel der Universität. Es gibt mittlerweile 5 Studiengänge mit diesem Schwerpunkt. Der Erfolg des Konzeptes zeigt sich darin, dass Dozenten der Universität bereits 2 der begehrten Jean Monnet-Lehrstühle erringen konnten. Diese werden von der EG für besonders ausgezeichnete Lehrangebote zur europäischen Integration vergeben. Damit ist die Uni Trier EG-weit die einzige Hochschule, die 2 dieser Lehrstühle hat. Bereits 1990 wurde Frau Christel Offermann-Klaas für den Lehrstuhl in Wirtschafts- und Umweltpolitik eine Jean Monnet-Dozentur zugesprochen. Die deutsche Wissenschaftlerin hat Abschlüsse in deutschem und französischem Recht und war bei der EG für den Verbraucherschutz zuständig. Frau Offermann-Klaas, Sie sind die Vertreterin eines der beiden Jean Monnet-Lehrstühle hier an der Universität Trier. Welche Aufgaben haben diese besonderen Lehrstühle, die die EG eingerichtet hat? Die Jean Monnet-Lehrstühle übernehmen Aufgaben in der Forschung und Lehre. Die Jean Monnet-Lehrstühle sind eingerichtet worden, vor allen Dingen auf den Gebieten des Rechts, der Ökonomie, der Geschichte und der Politologie. Die Gemeinschaft hat in allen 12 Mitgliedstaaten nach den geeigneten Bewerbern Ausschau gehalten. Voraussetzung für die Bewerbung war ein neues Europakonzept. Die Auswahl erfolgte auf 3 Ebenen. Zunächst durch nationale Gremien, dann auf der Ebene der Rektorenkonferenz der 12 Mitgliedstaaten und schließlich durch die EG-Kommission in Brüssel selbst. Besonders erwünschenswert sind interdisziplinäre Jean Monnet-Lehrstühle, da sich gezeigt hat, dass die Aufgaben in Europa meistens übergreifender Natur sind und sich nicht nach den Fakultäten richten. Eine Nagelprobe für diese Ansprüche des Lehrstuhles war ein Symposium über Industriepolitik und Luftreinhaltung, bei dem Experten aus Industrie und Politik zusammenkamen. In Vorträgen beleuchteten sie die verschiedenen Aspekte des Umweltschutzes unter besonderer Berücksichtigung der europäischen Dimension, die ja im Umweltschutz eine besondere Rolle spielt. Der Wissenschaft kommen hierbei nicht nur sehr angenehme Aufgaben zu. Man erwartet nämlich im EG-Bereich nicht nur ein Geplänkel, sondern man erwartet einen Vordenker, einen Nachbereiter und auch eine ganz entschiedene Vermittlerrolle zwischen den Industrieinteressen einerseits und den Interessen der Kommission und des Rates andererseits.
Dabei weiß heute noch niemand ganz genau, wie das geht. Den Umweltschutz aus der Sicht der Politiker beschrieb die rheinland-pfälzische Umweltministerin Claudia Martini. Luftreinhaltung ist ein ganz klassischer Bestandteil der Umweltpolitik. Dies gilt es immer wieder zu betonen. Ein ausgefaltetes System von Rechtsnormen und eine voll ausgebaute Emissionsschutzverwaltung bezeugen den Stand, den die Luftreinhaltepolitik auf der Ebene der Europäischen Gemeinschaft, der Bundesrepublik und der Bundesländer erreicht hat. Und hinter diesen erfreulichen Entwicklungsstand gibt und darf es kein Zurück mehr geben. Vor 5 Jahren hat die EG eine eigene Industrie- und Umweltpolitik beschlossen. In ihrem Lehrstuhl vereinigen sie diese beiden Bereiche. Ist dies nicht ein Widerspruch in sich? Das Credo der Zukunft heißt die Schaffung einer umweltgerechten europäischen Industriepolitik. Das bedeutet, Umweltschutz geht vor Industriepolitik. Die Grundlagen dafür sind bereits in der einheitlich-europäischen Akte von 1986, in dem geänderten EWG-Vertrag und nunmehr neu in den Maastrichter Verträgen geschaffen. Ich selber spreche immer sehr vorsichtig von einem Credo 2000, weil ich ganz genau weiß, dass wir einige Jahre brauchen, um praktisch die europäischen Umweltinhalte in die Industriepolitik zu integrieren. Dass Europa nicht in einem Elfenbeinturm von Wissenschaft und Politik stattfindet, zeigte vor wenigen Tagen diese Veranstaltung in Trier, in der es um bürgernahe Informationen zum europäischen Umweltschutz ging. Europäischer Umweltschutz und Industriepolitik, ein ungleiches Paar, das zusammengebracht werden muss. In einem Schlösschen auf der anderen Seite der Mosel in Trier wird in einem Uni-Institut in Zusammenarbeit mit der Europäischen Gemeinschaft über ein anderes europäisches Problem nachgedacht und geforscht. Um 1730 wurde das barocke Quinter Schloss als Domizil der industriellen Familie Pidoll erbaut. 200 Jahre später zog das Institut für Arbeitsrecht und Arbeitsbeziehungen in das schon vom Verfall bedrohte historische Bauwerk ein. Das Forschungsinstitut ist als wissenschaftliche Einrichtung einmalig. Erstmals sollen die beiden gewöhnlich getrennten Bereiche Recht und Ökonomie in der Forschungsarbeit harmonisch zusammenarbeiten, was auch durch die umfangreiche Bibliothek gewährleistet ist. Das Institut wird von 2 Direktoren geleitet, einem Juristen und einem Wirtschaftswissenschaftler. Inhalte und Aufgaben der Forschung erläutert der wirtschaftswissenschaftliche Leiter Professor Dr. Dieter Sadowski. Wenn Europa zusammenwachsen soll, wird es zu Warenbewegungen kommen, aber auch zu Standortverlagerungen von Unternehmen. Und der Wettbewerb um Arbeitsplätze wird schärfer werden. Wenn es bei diesem verschärften Wettbewerb Verlierer und Gewinner geben wird, dann wird es notwendig sein, das rechtlich und politisch zu regulieren. Das Arbeitsrecht spielt sicher bei der Frage, ob das Projekt Europa gelingen wird, eine wichtige Rolle. Wir untersuchen, wie die arbeitsrechtlichen Regelungen heute in Europa aussehen, wie das Gemeinschaftsrecht intervenieren soll und wer die Kosten der Integration trägt, insbesondere welche Arbeitnehmer, welche Arbeitnehmergruppen. Worum es geht. Ein Fall wie der Deborah Lori Bloom sollte sich eigentlich in Europa nicht mehr wiederholen. Die junge Frau, hier mit einem ihrer 4 Kinder auf dem Freiburger Wochenmarkt, wollte nach ihrem Examen an einer deutschen Universität in Deutschland Lehrerin werden. Das deutsche Beamtenrecht stand dagegen, denn Ausländer dürfen nicht Beamte werden. Und Lori Bloom war und ist Engländerin. Das wollte sie nicht akzeptieren und zog vors Gericht. 8 Jahre lang schleppten sich die Verhandlungen hin. Schließlich erhielt sie vor dem Europäischen Gerichtshof in Luxemburg Recht. Zu spät für die mittlerweile verheiratete Mutter von 4 Kindern, aber ein wegweisendes Urteil für ähnliche Fälle. Um die internationale Kooperation von Forschern und Forschungsinstitutionen zu fördern, werden im Schloss Quint regelmäßig Tagungen mit Wissenschaftlern aus den EG-Staaten und Übersee veranstaltet. Welcome to this conference at Schloss Quint.
Auf dieser Konferenz stand der Vergleich des Arbeitsrechts in den einzelnen Mitgliedsländern der Europäischen Gemeinschaft auf der Tagesordnung. Ein wichtiges Thema, um im bevorstehenden Binnenmarkt ohne Grenzen die arbeitsrechtlichen Voraussetzungen für einen reibungslosen Austausch von Arbeitskräften innerhalb der EG zu gewährleisten. Die kurzen Wege zu den europäischen Institutionen in Brüssel und Luxemburg erleichtern ohne Zweifel die Arbeit der Wissenschaftler in Schloss Quint. Dazu der Präsident der Universität Trier. Herr Präsident Hassler, die europäische Ausrichtung der Universität Trier ist unverkennbar. Beabsichtigen Sie, diese europäische Akzentuierung weiterzuentwickeln? Dies beabsichtigen wir. Nicht nur ich persönlich, sondern die Universität hat, der Senat hat ein Entwicklungskonzept verabschiedet, in dem mehrere interdisziplinäre Schwerpunkte definiert werden und einer davon heißt Europa. Die Umsetzung ist im Gange. Wir werden jetzt zum Beispiel einen Lehrstuhl für europäische Wirtschaftspolitik besetzen, der ist so gut wie besetzt. Wir haben, wie Sie wissen, aus Brüssel bereits zwei Jean Monnet-Dozenturen zugesprochen bekommen, was eine Anerkennung unserer Bemühungen ist. Es ist nicht einfach schon nur die Geografie, die einfach dafür spricht. Es ist leichter von hier aus einen Termin in Brüssel wahrzunehmen als in Mainz. Und europäische Universität ist sicher ein schwieriges Ziel, aber eines, das sich für uns aufdrängt und für das es sich lohnt, sich anzustrengen. Zurzeit wird heftig darüber diskutiert, welche Rolle die Regionen in der künftigen Architektur Europas spielen sollen. Im neu geschaffenen Regionalausschuss der Europäischen Gemeinschaft sollen sie gegenüber Brüssel und den 12 Mitgliedsländern ihre Interessen besser geltend machen können. Das Grenzgebiet zwischen Deutschland, Frankreich und Luxemburg, Saarlouis-Lux genannt, gehört zu den ältesten Regionen Europas. Lecker. Das ist nicht besonders. Sieh mal. Alles Geschmackssache. Schon vor geraumer Zeit hat die Marketingforschung die Region Saarlouis-Lux für ihre Untersuchungen entdeckt. Trotz zahlreicher Gemeinsamkeiten in Natur, Geschichte und Sprache bietet diese Region Europa im Kleinformat heute ein vielfältiges Nebeneinander europäischer Lebensformen. Doch Europa ist nicht nur Geschmackssache. Menschliche Begegnungen und kultureller Austausch über die politischen Barrieren hinweg gehören mittlerweile zum Alltag. Schlagbäume sind hier verschwunden. Stattdessen wurden die Grenzräume zu Städten künstlerischer Ausdrucksform. Dies war nicht immer so. Schon seit der Karolingerzeit steht dieses Kontaktgebiet von Gallia und Germania im Spannungsfeld der Machtpolitik. Kriege und militärische Interessen prägten Land und Leute, ohne Rücksicht auf natürliche Grenzen und kulturelle Einheiten zu nehmen. Hier finden sich die labilsten Grenzen Mitteleuropas während der vergangenen 200 Jahre. Auch wirtschaftlich gesehen bildete der Raum immer schon eine Einheit. Kohle und Erze lagern grenzüberschreitend. Auf ihrer Grundlage entwickelten sich im letzten Jahrhundert Bergbau und Schwerindustrie. Doch die Politik behinderte eine freie Entfaltung. Besonders während der Kohle- und Stahlkrise in den 50er und Anfang der 70er Jahre machten sich die wirtschaftlichen Nachteile dieser Randregion stark bemerkbar. Plötzlich besann man sich auf die ehemaligen engen Verflechtungen im Raum. Man strebte eine interregionale Zusammenarbeit an, um die Krise gemeinsam bewältigen zu können. Symbolcharakter gerade für diesen Raum hat Robert Schumann. Der in Luxemburg geborene und in Lothringen aufgewachsene ehemalige Außenminister Frankreichs ist einer der Geburtshelfer für ein gemeinsames Europa. Die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahre 1950 geht auf seine Initiative zurück. Doch viele Vorstellungen und Gedanken Schumanns eilten seiner Zeit voraus. Weiterführende Impulse zur Realisierung des Europagedankens kamen erst Jahrzehnte später, wie etwa das Schengener Abkommen aus dem Jahre 1984 über den freien Grenzverkehr für einige Mitgliedstaaten der EG, noch vor Vollendung des Binnenmarktes im nächsten Jahr. Allein die Wahl des Ortes Schengen in Luxemburg signalisierte für den Raum Saarlouis-Lux die Chance, durch die wegfallenden Grenzen künftig von einer Randlage in die Mitte rücken zu können.
Dabei ist es vor allem der Verkehr, der als ein wichtiges Merkmal für einen funktionierenden Raum gilt. Heute sind in der Region die Grenzen offen. Kontrollen bei Personenverkehr gehören im Prinzip längst der Vergangenheit an. Durch die Fertigstellung der Autobahn Trier-Luxemburg in diesem Sommer erhält der Raum eine weitere wichtige Anbindung an die überregionalen Verkehrsnetze. Auch im Flugverkehr ist die Infrastruktur durch die außergewöhnlich hohe Zahl von Flugplätzen in Luxemburg, Saarbrücken, Metz-Nancy und Metz überproportional gut ausgebaut. Das Projekt eines Aeropols soll dabei den komplementären Charakter dieser Flugplätze in Zukunft besser ausnutzen. Des Weiteren existieren prestigeträchtige Schienenverkehrsprojekte wie die geplanten Streckenführungen des superschnellen TGV nach Luxemburg und Saarbrücken. Doch wie sieht es damit beim regionalen Verkehr aus? Herr von Witzleben, würden Sie mir kurz beschreiben, wo liegen denn die Probleme für Trierer Arbeitnehmer, die nach Luxemburg zur Arbeit pendeln müssen? Ja, wir hier in der Region stehen vor dem Problem, dass sich auf der einen Seite Europa auf dem Arbeitsmarkt verwirklicht hat. Es sind über 6.500 Trierer, die jeden Tag nach Luxemburg zur Arbeit fahren. Und auf der anderen Seite haben wir ein sehr schlechtes Verkehrssystem hier. Insbesondere die Eisenbahnverbindungen sind sehr, sehr schlecht. Wir erwarten, dass das sehr gute Luxemburger Nahverkehrssystem, was bis zur Grenze nach Wasserbillig geht, bis nach Trier ausgedehnt wird. Das sind also noch 12 Kilometer, die da fehlen. Und dass da ein modernes, zeitgemäßes Schnellbahnsystem zwischen den beiden großen Städten Trier und Luxemburg eingerichtet wird. Und dass die Grenze nicht weiterhin da wie ein Schnitt dazwischen liegt. Grenzüberschreitende Zusammenarbeit ist aber vor allem auch im Bereich der Umwelt erforderlich. Noch gilt es, mit den Sünden der Vergangenheit fertig zu werden. Großen Unmut, nicht nur in der Region, löste vor einigen Jahren die Inbetriebnahme des französischen Kernkraftwerks Cattenom aus. Der Unmut hält seitdem an. Verstärkt wird die Situation dadurch, dass in französischen Atomanlagen niedrigere Sicherheitsstandards im Betrieb und höhere Grenzwerte für den Ausstoß von Schadstoffen gelten. Was die zulässige Menge an Strahlen angeht, liegen die Höchstwerte der Normen in Frankreich um mehr als das Zehnfache über denen von Luxemburg und Deutschland. Doch nicht allein Strahlung ist grenzenlos. Die von Frankreich ins Saarland fließende Rossel war bis vor kurzem einer der schmutzigsten Flüsse Europas. Industriebetriebe leiteten ihre Schmutzwässer in den Fluss und missbrauchten ihn als Abwasserkanal. Die Folgen für die Umwelt mussten die Nachbarn tragen. Doch die interregionale Zusammenarbeit zeigt mittlerweile ihre Wirkung. Die Schadstoffeinleitungen wurden inzwischen beträchtlich reduziert. Ähnliches gilt für den deutsch-luxemburgischen Grenzfluss Sauer. Industriebetriebe und Belastungen durch den Tourismus beeinträchtigten in der Vergangenheit das Leben am und im Fluss. Eine gemeinsam geplante und durch EG-Mittel mitfinanzierte Kläranlage soll die Situation schon bald verbessern.